Und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ for All. Heute möchte ich ein süßes Monster verpacken. Und zwar habe ich hier zwei so Tempotaschentücher gefunden, die ich gerne da drin verpackt haben möchte. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. Bleibt einfach dran. Wir brauchen einen Farbkarton in Grundweiß für meine Mumie. Die Breite von der Verpackung ist 2¼ und 2 Inch. Das nächste ist 4¼, dann 6½. So, zieh doch mal das weg. Nicht mehr. 6½. 2 weiter. 8½. 9 schneiden. Und auf beiden Seiten. Oben und unten auf der kurzen Seite jeweils bei 2 Inch falzen. Dann schneiden wir ein. Von unten die Klebelasche weg. Und von oben brauchen wir sie auch nicht. Das soll meine spätere Lasche werden, die Breite. Das hier einschneiden, rausschneiden. Schreiben wir schräg ein. Die kürzen wir uns ungefähr auf die Hälfte. So, Pi mal Daumen, die Seite auch. Da brauchen wir noch eine Schräge. Viel abgeschnitten. So. Und von unten einfach gerade rein. Dann holen wir uns dieses größte Stück. Bei 1 Zentimeter falzen und bei 2 Zentimeter abschneiden. Die Seiten brauchen wir nicht. Ein kleines bisschen. Das wird hier drauf geklebt als Abschluss. So.
Als nächstes brauchen wir ein bisschen Schiefergrau. Und ihr müsst halt mal schauen, was ihr findet. Ich habe die 1-Inch-Stanze. Die brauchen wir insgesamt einmal. Und dann ein bisschen Abfallrest, noch eine 3/4-Inch-Kreisstanze. Davon brauchen wir 2 Kreise. Muss man in der Mitte halbieren. Das werden meine Augen für mein Monsterchen. Dann holen wir uns noch 2 Streifen aus dem Restpapier. Einen mache ich 3 cm breit und den zweiten 2,5 ungefähr 2. So. Die Streifen schneide ich mit der Schere einfach mir zurecht. Habe ich mir noch einen Permanentstift in hellschwarz. Ich dachte zwar, dass ich Schiefer habe, aber keine Ahnung, wo der hinkommen ist. Dann drehe ich mir jetzt erstmal meine um und mache hier ein paar Striche rein. Unterschiedlich. So. Wie euch das gefällt. Dann setze ich mir meine Augen auch schon gleich drauf. Da müssen wir aufpassen. Hey. Dann falten wir das Ganze uns. Schauen, hoffen wir, dass das geht. Ich will das vorstellen. So, jetzt noch. Und die ebenfalls. Dann müssen wir das Ganze nur noch zusammenkleben. Dann hier meine 2 Tempos rein. Schließen. Da habe ich vergessen, die Ecken einzusetzen, zu schneiden. Aber so sieht das Monsterchen doch ganz witzig aus. Könnt ihr da natürlich auch noch ein bisschen ein paar Augen für geben. Schlitzaugen. Das wollt. Und schon ist unser Monsterchen. Ich dachte, der kriegt einen Bart.
Und somit sind die Monsterchen fertig. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen und ihr schaut mir beim nächsten Mal wieder über die Schulter. Bis dann, eure Renate. Tschüss!